Hallöchen Leute und willkommen zu Let's Play Nummer 2 von Stargate Pegasus Chronicles. Ja, dieses Mal sind die Rays dran und wir spielen gegen Anubis, einfach so aus Just for Fun. Ja, ich spiele gern übrigens gegen Anubis, ich weiß nicht wieso, es macht einfach Spaß. Nächste Map wäre Konflikt über KS7535. Und die werden wir auch spielen, das passt. Und wir starten das Spiel. Ohne viel Verzögerung. Übrigens, diesen Sound, den ihr hier im Hintergrund hört, wer es noch nicht geguckt hat, ist von Stargate Universe. Wovon hier übrigens überhaupt nichts zu sehen ist. Die Mod ist übrigens auch noch im Aufbau. Also ich meine damit Pegasus Chronicles. Das heißt, es ist bisher nur die normale Gefechtsfunktion verfügbar. Es gibt auch später eine Kampagnenfunktion, in der sogar ganz Atlantis zu steuern sein soll in verschiedenen Abschnitten. Und das hört sich doch dementsprechend richtig geil an. Deswegen bin ich auch ein wirklich aktiver Unterstützer dieser Mod, indem ich sie spiele. Ich würde natürlich auch finanziell unterstützen, allerdings, ja, haben die Modder nirgendwo eine Seite hinterlassen, bei der man irgendwie finanziell unterstützen könnte. Beziehungsweise selbst seine Marke dalassen könnte, um irgendwas beizutragen, damit es schneller gehen kann. Falls doch, dann sollen die sich doch einfach mal melden. Beziehungsweise ich gehe einfach mal auf die Homepage und schau mal, was ich finden kann. Ja, wir haben hier die übelst geile detaillierte Race-Basis. Wir erforschen gleich mal Stufe 2, weil das, was man am Anfang kriegen kann, einfach nur für den Arsch ist. Die Map ist auch ganz schön hübsch irgendwie. Es ist alles übersät mit Trümmern. Außer hier. Hier ist eine kleine Passage, bei der man durchfliegen kann. Also wird es wahrscheinlich hier immer hier, folgt dem Mauszeiger links unten, hier hoch und dann hier rüber gehen. Und da wird wahrscheinlich die Feindbasis sein, ungefähr hier. Achso. Oh, da geht's schon los. Die haben mich schon gefunden. Oh Mann, die sind ganz schön gierig, kann das sein? Oh, was können wir denn aufbieten? Wir haben eine Tyrant-Corvette. Das kleinste Großkampfschiff. Hört sich auch interessant an. Der Race und dient primär der Jägerabwehr. Wegen seiner geringen Größe besitzt er keinen Hangar. Oh je. Dann guck mal, hier kommen schon die Guault in Massen. Und wir haben hier gerade mal so einen hübschen Jäger. Übrigens haben die Race-Schiffe alle keine Schilde. Woran das wohl liegt? Das liegt an dem Aufbau ihrer Basisschiffe. Nämlich bestehen die zu 100% aus biologischem Material. Das heißt aus echtem Material halt eben. So, wir holen uns einen Harbinger-Kreuzer. Das ist der stinknormale Kreuzer, den man aus Stargate Atlantis eben kennt. Race-Kreuzer, den meistens Michael fliegt. Den es hier übrigens auch zu steuern gibt. Oh. Viele Race leiden Hunger. Mir egal, ob Race Hunger leiden. So. Wir haben sie abgewehrt und holen gleich mal hier unsere Harbinger-Kreuzer in die Mitte. Ah, hat's kurz gehangen. Genau wie meine Stimme, die hängt auch manchmal. Ja, zwei Race-Kreuzer. Schön wäre es noch gewesen, irgendwie die Lantiana zu steuern, beziehungsweise Atlanta, Alderaana oder Antika. Das wäre interessant, weil ich liebe die Schiffe der Antike. Beziehungsweise allgemein ihre Technologie ist ja faszinierend. Ja, wenn das doch nur alles irgendwie real wäre, beziehungsweise wenn es eine Bestätigung dafür gäbe, dass Stargate nicht nur frei erfunden wäre. Das wäre ein Traum. Greifen die tatsächlich schon unsere Asteroidenminen an? Ja, die greifen wieder mit ihren Pyramiden an.
Das Tolle ist natürlich, da die Rays keine Schilder haben, regenerieren sich, da das alles aus Biomasse besteht, regenerieren sich die Schilde. Wie ihr seht, das Schiff war vorhin beschädigt, hat sich regeneriert. Flakfeuer? Ah, cool. Da ist übrigens R2-D2. So, wir haben drei Minen. Die vierte folgt. Aber erstmal hier einen Race-Satellit. Falls sie hier größere Schiffe auffahren. Ich weiß, dass ihr Hunger leidet, das ist mir eigentlich auch egal. Oh, schickt man die vor und dann können wir hier den nächsten Satellit draufbauen. Ah, da fliegen sie immer zwischendurch. Na dann. Da schicke ich mal wieder meinen Billigkreuzer dahin. So, wann ist die nächste Stufe fertig? In 3%. Und nice, unsere Basis ist etwas größer geworden. Was wir als nächstes bauen können, wäre der Akerum-Zerstörer. Habe ich auch öfter schon mal gespielt, allerdings, weiß nicht, ich fand ihn jetzt nicht so interessant, allerdings bauen wir doch mal einen, um euch eben mal zu zeigen, wie der aussieht. Na, die Goa'uld haben irgendwie nur Jäger. Hey! Das war meine Mine. Ja. Ich denke, wir rücken mal ein bisschen vor. Die fliegen immer mit ihren Jägern durch und dann holen sie ihre Schiffe. Wenn sie wirklich mal schlau wären, ja, dann würden sie mit den Jägern hier unten hinfliegen, ihre Schiffe hochholen und mich da oben angreifen. Na, haben sie wieder ein Pyramidenschiff. Und normale, volle und doppelte Kraft. Und du überlebst nicht lange in meinen Reihen, Kleiner. Oh, außerhalb der Reichweite, greift den Satellit an, du Hurensohn. Ob Rays überhaupt Mütter haben? Ja, stimmt, die Königin. Wie das wohl mit der Fortpflanzung funktioniert? Wer es nicht kennt, oder wer Stargate Atlantis nie gesehen hat, ist so oder so minderwertig und unten durch. Aber wer es nicht gesehen hat, Entschuldigung der Nachfrage, aber wer es nicht gesehen hat, ja, diese Leute, nein. Nein, also, um darauf zurückzukommen, Rays sind käferähnliche Kreaturen, die allerdings die Gestalt von Menschen haben. Das heißt, sind vom Körperaufbau wie Menschen, sehen aber aus wie ein Käfer. Haben auch eine Hand, um sich an Lebensenergie von Menschen zu nähren. Okay, jetzt greifen sie da unten an. Och, lasst mich doch zufrieden. Dann holen wir doch mal unseren neuen Akerum-Zerstörer. Ihr seht, ja, der ist sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich denke, er erfüllt definitiv seinen Zweck. So, nächste Stufe. Na, wo ist sie denn? Achso, ich habe sie schon erforscht. Ach nee, ich erforsche jetzt erst. Oh Gott. Was haben wir denn da? Plasmakanone laden? Nein, wir erforschen das und das. So, und dann holen wir uns... Ach ja, wir haben ja was Neues dazu bekommen. Und zwar eine Manta-Artillerie. Sieht wirklich aus wie so ein Manta-Rochen. So, ihr rückt da lang und ihr geht da oben lang. Fliegt nicht durch die Asteroiden. Ich liebe auch den Sound, den die Race-Schiffe machen. Ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie so einen Tag, an dem ich nachdenken muss, was ich
als nächstes sagen muss. Normalerweise weiß ich eigentlich immer, was ich jetzt als nächstes sage, weil mein Gehirn eigentlich recht schnell ist, aber irgendwie heute, ich weiß nicht, liegt das vielleicht an der Hitze? In letzter Zeit ist es extrem warm und in meinem Zimmer hat es meistens immer so 29 bis 33 Grad, obwohl draußen das gemütliche 25 Grad hat. Das liegt meistens an meinen PC-Lüftern, die sie extreme Hitze kompensieren und ausstoßen müssen. Meine Lüfter arbeiten meistens auf Hochtouren. Das hört man dann auch in den Videos hinten dran, weil das Audacity meistens nicht rausfiltert, weil das nicht zum Mikrofonrauschen eigentlich dazugehört, weil das filter ich ja meistens. Wie ich schon sagte. Dafür möchte ich mich auch nochmal nachträglich entschuldigen, falls man das zu arg gehört hat. Beispielsweise wie in einem Let's Play, zum Beispiel der Folge 2 von Saints Row the Third mit Stelly. Da hat man es extrem gehört, dass es draußen warm war. So, jetzt verreckt doch. Die sind... Ah ne, okay. Ich habe schon gedacht, die haben hier irgendwie ein Hauptschiff, also ein Großkampfschiff. Ein Jäger ist in Ordnung. Oh, Stufe 4 bringt normalerweise so die Vorstufe vom Basisschiff mit sich. Zack, zack. So, wir haben neu dazu bekommen den Iratus-Schlachtkreuzer. Übrigens heißt der Käfer, aus dem sich die Rays entwickelt haben, Iratus-Käfer. Warum der so heißt, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die Antiker den Namen gegeben. Oder Iratu heißt irgendwie was auf Latein, was ich mir eher was vorstellen könnte. Ihr könnt ja mal irgendwie im lateinischen Wörterbuch nachschlagen, was Iratu bedeutet, ich weiß es nicht. Oder Iratus. El nomine Iratus, keine Ahnung. Ich bin nicht im Gym. Oder ich habe kein Abi, ja. Ich musste kein Latein machen. Obwohl du heutzutage echt verloren bist, wenn du kein Abi hast. Wenn wir das auch noch tun, so. Wir holen uns mal unseren Manta-Rochen. Oh, langsames Salven unseres Manta-Rochens führen zur extremen Dekompression innerhalb des Zielradius. Wop, 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 wop. Und wir machen einmal hier das hier an. Ein Race-Kreuz, Race-Dart-Jäger. Der extreme... Nein. Der macht das jetzt nicht wirklich. Der fliegt ja jetzt nicht durch, oder? Hä? Wo ist er? Ah, ja, wenn dann schon richtig. Komm, flieg da nein und lass dich verrecken, Mann. Wenn du ja unbedingt da durchfliegen musst. Ich habe die Angewohnheit, keinem zu verdienen. Sie uns in Küche, das wird nicht möglich sein. Die Motherfucker! Wir holen noch unseren Iratus-Käfer dazu. Oh, wir haben genug Geld für die Stufe 5. Verzeihen Sie die Störung. Der Geschmack Ihres Widerstands ist süß. Meine Schiffe sollen ruhig verrecken, weil umso mehr Basisschiffe kann ich nachproduzieren. Oh. Okay, das ist so ein Spezialangriff von dem Iratus-Schlachtschiff. Ich lese mal vor. Das als Iratus-Schlachtkreuzer bezeichnete Kriegsschiff ist das zweitstärkste und zugleich modernste Race-Schiff. Seine Hülle ist nicht nur organisch, sondern hey. Oh Mann. Sondern, wo bin ich? Sondern noch zusätzlich mit... einem selteneren, starken Metall beschichtet. Es ist nicht... Mann! Es ist mit neuester Race-Technologie ausgestattet und kann zwei Geschwader Darts befördern. Zwei mittlere sowie vier schwere Plasma-Batterien sind an den Rumpf des Kriegsschiffes angebracht. Hallo! Bei Beschädigung kann sich die Hülle in kurzer Zeit selbst regenerieren. Da das Schiff eine hohe Masse besitzt, ist es nicht sehr manövrierfähig. Gut. Da ja die ganzen Jäger immer hier in meine Maus geflogen sind, muss ich sie irgendwie eliminieren, diese... Sackgesichter hier. Oh. Ich soll ruhig an der Base scheitern. Oh, allerdings mein Manta-Rochen, das soll hier in der Nähe bleiben.
dass ich dann meine Basisschiffe holen kann. Übrigens, dieser rote Bereich hier, der kennzeichnet, also diese roten Karo-Felder, die kennzeichnen den Bereich, in dem man keine Schiffe aus dem Hyperraum holen darf. Oder kann. Weil zu nah an der Basis wäre ja auch unfair, ne? Mann, ey, der hält ganz schön lange durch. Ja, okay, er ist tot. Also gut, ich habe noch mein Harbinger-Kreuzer und mein Schlachtschiff, aber wir haben jetzt hier diese hässliche Stufe 5. Wir holen uns Todd. Todd, der übrigens mein Namensgeber ist. So, und 3 Basisschiffe, 4 Basisschiffe. Das sollte genügen. Aber irgendwie hat es dieser komische Mega-Iratus-Schlachtkreuzer doch geschafft, die Schilde der feindlichen Basis etwas zu beschädigen. Oh, verpiss dich, du bist der Letzte. Bis Todd kommt, dauert es noch 20%. Ja, arrangieren es. So, Todd, dein Auftritt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Dann lass mal das Basisschiff fahren. Fliegen. Oh, das Basisschiff. Sieht so aus, wie es eigentlich aussehen sollte, ne? Oh, nächstes Basisschiff ist gleich da. Ich kann die leider nur so schräg rausholen, was ein bisschen nervt, aber... Und Todd ist schon ziemlich arg beschädigt worden. So, also ich lasse mal meinen Manta-Rochen wieder auf die Base feuern. Jetzt kommt es auf einmal, ne? Einige Etagen müssen unbedingt gewahrt werden. Unsere Waffenkapazität ist mehr als begrenzt. Natürlich. Todd, ich kann dich wiederholen. Unser Rumpf ist immer noch schwer beschädigt. Oh, Computervirus bei Baal einschleusen, dass der nicht mehr so kann. Effektiv, ja, zugegebenermaßen kreativ. Jetzt haben sie es erst auf Stufe 5 abgegradet. Na super. Egal, meine Basisschiffe machen das ja locker. So, wo hole ich dich jetzt? Oje, oje. Kein Platz. Was halt nicht so realistisch ist, ist, normalerweise ist genug Raum und Platz im Subraum, ja, dass man die Schiffe übereinander platzieren kann, aber hier ist das halt nicht so der Fall. Die müssen halt alle irgendwie ihre eigene Stelle haben. Ich habe einen Vorschlag. Jetzt erstmal hier Baal wegfegen.
Weil der geht mir echt auf den Sack. Effektiv, ja, zugegebenermaßen kreativ. So, und jetzt greift bitte den Schildgenerator an. Ich habe genug Basisschiffe, aber da ich ja keinen Platz habe. Also ich hole mir jetzt erstmal Michael und ein paar aus der Ferne Schießer. Und dann lassen wir uns doch das mal hier. Okay, nee, ich hole noch mal ein anderes Basisschiff. Alles raus. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ihr seht schon, Bevölkerungslimit ist voll. 48 von 50. Ich kann vielleicht noch einen Jäger holen, wenn überhaupt. So, also Todd ist down. Schade. Ja, die brauchen ein bisschen länger als gedacht. So, aber da ja Todd down ist, flieg mal vor, bitte. Und du auch. Hierhin. Oh, Michael, du auch. Neuer Plan. Oh, jetzt geht's zur Sache. Final Fight. Und das war Let's Play Nummer 2. Ich verzichte jetzt darauf, einfach mal vorzulesen, was ich so alles verloren habe. Ihr könnt es ja selber sehen. Und ihr habt, falls ihr das ganze Let's Play gesehen habt, ja so oder so mitbekommen, was so alles verreckt ist und was nicht. Ja, Leute, beim nächsten Mal sehen wir die Tauri zum ersten Mal, wie ich sie spiele. Ich spiele wahrscheinlich wieder gegen Anubis, aber das kann euch ja egal sein. Ja, Leute, ich verpisse mich mal wieder aus der Audiospur. Ich sag dann mal Je vais deux.